Hallo und willkommen zurück zu Damon's Run mit dem Bridge Constructor The Walking Dead. Und ja, für uns geht's dort wieder weiter. War ein bisschen Pause und ja, wir haben wieder Zeit gehabt oder haben mal Zeit gehabt, uns ein bisschen wieder zu sammeln. Wir werden ja mal den nächsten Teil hier machen. Ich habe auch ein bisschen was dazugelernt, muss ich sagen. Irgendwie waren wir immer noch nicht aus dem Gröbsten raus. Dieses Lagerareal war ein regelrechtes Labyrinth. Und jeder Schritt konnte unser letzter sein. Jetzt kommt wieder Miles. Der Lärm, den wir veranstalten, ist wie ein Lockruf für diese Bastarde. Sie schwärmen regelrecht durch die Hallen. Ja, das ist richtig. Oh, Kira, immer noch leicht erbost wahrscheinlich. Ich habe doch 100-mal gesagt, dass dieses Lager voll von herrlichen Sachen, aber auch dämlichen Beißern ist. Also nicht zieh weg, Schlaumeier, gib mir mal ein bisschen Unterstützung. So, und jetzt der Profi schlechthin. Angesichts der zunehmend brisanten Lage schlage ich vor, schleunigst eine Route zu einem sicheren Ausgang ausfindig zu machen. Ach nö. Unser Held Eugene. Eine relativ simple Konstruktion wird helfen, die Kluft zur Leiter zu überbrücken. Dann werde ich eine affröse sprechende Puppe verwenden. Was? Um den Feind an einem Ort zu versammeln. Diese Verhöhnung einer menschlichen Stimme, deren Lautstärke ich zum Davonlaufen verstärkt habe, wird es sogar Tote aufwecken. Ah ja, alles klar, dann mach doch einfach. Und als tödliches Sahnehäubchen obendrauf nochmal ein ISO-Container. Jo, soweit klar. Mission starten, wir gehen los. Also, eine weitere Gelegenheit, einige Beißer mit einem riesigen Container zu zerquetschen. Blöderweise stehen sie im Moment an einem ungünstigen Ort, um zerquetscht zu werden. Korrekt. Zum Glück gibt es für manche Helden Spezialkommandos, die sie an Wegpunkten ausführen können. Eugenes Spezialkommando ist das Werfen einer sprechenden Puppe. Wow. Sie lockt in der Nähe befindliche Beißer während der Dauer einer Mission an. Neben Eugenes Porträt findest du die Anzahl an Puppen, die für diese Mission verfügbar sind. Eine. So, wie gesagt, ich habe ein bisschen was dazugelernt. Ne? Wir müssen einfach mal gucken, dass wir das so ein bisschen hinkriegen. Denn auf jeden Fall wichtig tatsächlich für uns, dass wir tatsächlich nach Möglichkeit unter diesem Material aufkommen bleiben. Und wir schauen mal, dass wir das hier schaffen. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie da hoch. So, warte mal. Wir haben hier natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also einmal. Ja, wir können hier so. Oh, wir sind ja auf einer Höhe. Perfekt, obwohl. Kann ich den nicht noch? Ah ja, so. So, und dann verbinden. So, dann müssen wir natürlich wie immer unser Gerüst hier bauen. Das machen wir mal. Wir gucken mal, ob wir das hier so schaffen. So, dann machen wir das. 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 Also, rechte Maus, das war's. So, dann müssen wir natürlich hier wieder den, den und den machen. Damit der Boden ja auch wirklich da ist. Ne? Also, ne, sehen Sie mal hier, der Boden ist da. So, und dann müssen wir natürlich noch die Aktionen bestimmen, die er machen soll. Wir schauen mal. Okay, also hier. Achso, wir müssen in das Menü wechseln, logisch. So, an dem Punkt muss er natürlich hochklettern. Dann hier gibt es den Punkt Puppe werfen. Was? Die Wurfbahn für das Werfen der Puppe kannst du mit diesem Fadenkreuz einstellen. Probier es aus. Mit welchem Fadenkreuz?
Ah. Achso, er steht dann an diesem Punkt, ne? Wir haben hier diesen Punkt. So, das wäre wahrscheinlich nicht so gut, weil da würde er gegen den Container kommen. Also müssen wir hier, ja genau, hier sehen wir, geht das, ne? Jetzt ist diese Bahn, ist dann so. Hier, achso, wird die Bahn auch so? Ah, okay. Gut, wir gucken einmal, dass wir es so schaffen. So, das müsste gehen. Das müsste gehen. Als nächstes müssten wir, also wir können eh nur bis hier, okay. Als nächstes müssten wir dann den hier machen, hoffe ich. Oder müssen wir die hier schon werfen? Müssen wir die hier schon werfen, die Puppe? Weil wenn er da oben wirft, dann wirft er die Puppe, dann drückt er sie. So schnell sind wir wahrscheinlich gar nicht da, oder? Okay, wir machen das anders. Folgendermaßen. Das wird dann wieder runter sein. Das wird der sein. Und hier an dem Punkt wird die Puppe geworfen. So, die werfen wir mal so grob dahin. Er hat auf jeden Fall einen bessere Wurfmöglichkeit. Nachdem er die Puppe geworfen hat, geht es dann ab nach oben. So, und dann geht er nach oben, drückt den Knopf, der Container fällt runter, alle sind zermatscht. Anschließend geht er wieder runter. Dann geht er danach runter. Genau. Und wenn er unten ist, dann hat er hier, da läuft er in den Bereich A. So, an alles gedacht. Probieren wir es aus. Wir legen los. Da ist die Brücke suboptimal, aber sie hält. Ja, sie hält. Und tot. Zermatscht. Yes. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Gehen wir auch beenden. Angesichts unserer immer schlimmer werdenden Lage, warum habt ihr den Ort eigentlich nicht schon längst verlassen? Miles hat es nicht so mit Veränderungen. Hab lange genug gebraucht, ihn überhaupt aus dem Keller rauszuholen, in dem er sich versteckt hatte. Ah ja. Veränderung hat noch nie was Gutes gebraucht. Die Welt war tipptopp in Ordnung vor diesem ganzen Mist. Ach, echt? Siehst du, was ich meine? Na egal, weiter jetzt. Geschafft. Und wir haben wieder unseren Stern. Ja, denn wir haben tatsächlich weniger Material verbraucht. Sehr gut. Dann geht's für uns weiter und wir gehen zur nächsten Mission. Also verwandelten wir weiterhin Beißer in Schweinefutter. Interessant. Die einzige gute Sache, seit Eugene dabei war. Allerdings war immer noch kein Ausgang aus diesem Lagerkomplex in Sicht. Und wir fragten uns, ob wir überhaupt jemals wieder hier rauskämen. Uha. Das sieht aber auch gut aus hier. Das könnte auch spaßig werden. Eugene, ich verstehe ja, dass es sich um eine bewährte Strategie handelt, aber ich mag nun mal nicht, wie der Container da oben schon fast von der Kante fällt. Den grundlegenden physikalischen Gesetzen zufolge ist dein Überleben so gut wie garantiert, wenn du eine Mindestgeschwindigkeit von 5,5 Meilen pro Stunde halten kannst. Oh Mann. Mach lieber 6 draus, ja. Ist erstrebenswerter, ein sicheres und kein bedauernswertes Ende bei der Sache zu haben. Ja. Du Spaßvogel. Miles schubst sie mit seinem Fukuhila voraus in die nächste Beißer-Gang, wenn ich es nicht schaffe. Ja, bin dafür. Also, dies ist ein beweglicher Container, an dem sich Konstruktionspunkte befinden, die du kannst etwas dran bauen, um ihn in Bewegung zu versetzen. Ja. Straßenstücke sind dreimal schwerer als Gerüststreben. Probiere verschiedene Bauteile aus, um den Container zum richtigen Zeitpunkt zu kippen.
Okay, also sie muss hier rüber, dahin und ich muss es schaffen, dass dieser Container den richtigen Moment da runterfällt. Oh, wow. Okay. Uiuiui. Okay, warte mal. Sie läuft, muss eh laufen. Okay, dann ist eh wurscht. Ich sollte wieder innerhalb dieser 1200 Stücke bleiben. So, wir bauen zuerst erstmal wieder die Brücke hier. Gucken mal. Kriegen wir die ein bisschen. So. So, dann bauen wir hier eh eine Unterstützung habe. Oh, scheiße, die passt natürlich nicht. Das ist nicht gut, aber wir bis hierhin können wir. So. Dann bauen wir da, da. Kommen wir dahin. Perfekt. Und dahin. Dann machen wir das hier als Weg. Wo sind wir? Schon bei 944. Okay. Also, wir müssen natürlich ein bisschen testen, ein bisschen tüfteln und gucken, wie das Ding natürlich am besten fällt. Meine. Das könnte interessant werden. Ja, wir sind schon. Dürfen nicht zu viel verschwenden. Das ist natürlich Kacke. Aber wir gucken mal. Wenn wir das hier ein bisschen rausziehen, dann können wir da vielleicht. Achso, das kostet uns natürlich wieder mehr Material. Das ist ja doof. Gucken wir mal, so sind wir knapp drunter, ob wir so hinkommen würden. Try and error. Oh no! Hat nicht funktioniert, würde ich sagen. Also, folgender Punkt. Die Konstruktion hier ist scheiße. Muss man ja mal ganz klar sagen. Das hat nicht so funktioniert, wie es eigentlich geplant war. Ist natürlich schon. Warte mal, wir könnten natürlich mal gucken, ob wir die hier so. Ja, vielleicht können wir das so ein bisschen noch einsparen und können hier noch ein bisschen das Ganze verstärken. So. Und haben so jetzt noch genau richtig. Okay, wir versuchen es. Oh ja, das ist gut, das ist gut, das ist nicht gut. Okay, die Konstruktion ist gar nicht schlecht. Sie müsste nur etwas langsamer fallen. Da müssen wir das Gewicht etwas verlagern. Und wir gucken mal. Das muss natürlich auch generell fallen. So, wir gucken mal. Oh ja, ganz gut, das ist gut, das ist gut. Rennen! Knapp. Also die Konstruktion ist echt gut, nur noch etwas ein bisschen Bedarf an Optimierung. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen das hin. So, wir machen das hier mal nach da. So, na, wir gucken mal. So, jetzt haben wir aber inzwischen so viel. Der Container steht da. Das ist jetzt wahrscheinlich schon fast schwierig, das Ding überhaupt fällt. Ja, das ist gut. Oh ja. Oh sehr gut. Das hat gepasst, würde ich sagen. Wunderbar. Oh, das war für meinen Geschmack eigentlich zu knapp. Das war eiskalte Eis. Das war astrein berechnet, würde ich sagen. Eugene, aber ich denke nochmal drüber nach, dich am Leben zu lassen. Schluss mit dem Gezanke, Kinder. Hier lang.
Na toll, was hast du jetzt wieder entdeckt? Noch eine Halle voll mit Beißern und großen Containern, die darauf warten, umgeschmissen zu werden und uns zu pulverisieren. Naja. Was Besseres, ein Ausgang. Huhuhu. Mission beendet. Yay! Super! Perfekt. Dann haben wir den Level jetzt auch geschafft und damit auch auf jeden Fall erstmal Schluss für diese Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und die Glocke natürlich wieder aktivieren. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Damon's Run mit dem Bridge Constructor The Walking Dead dann wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss.